Netzwerk weiter ausbauen, Änderungen beim Anstieg des chiralen Niveaus überwachen und Anpassungen vornehmen. Medikamente sollten genügen. Gut. Weiter so, Sam. Gute Arbeit. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen erhältst du an einem Lieferterminal. So, erstmal Terminal aktivieren. Aufträge annehmen. Oh, komm, Bots. Na, immer schön schwer. Zack. Setze autonomen Lieferbot ein. Jawohl. Ich guck das so gern. So, was ich jetzt noch mache, ist schnell, bevor ich irgendwas anderes mache. Na? Danke. Ja, weil immer wenn ich speichern, ist der Abschutz nicht so schlimm. So, dann schicken wir noch einen Bot. Klar. Setze autonomen Lieferbot ein. Immer nur raus damit. Komm. Yeah. Spaß. Was mich bei dem Spiel wirklich am meisten stresst, neben den GDs. So, ich muss jetzt wieder zurück, ne? So, jetzt erstmal gucken. Ja. Da komme ich natürlich nicht hoch, oder? Gibt's da irgendeinen anderen Weg weiter? Ja, ja. Zack, zack. Ich muss dahin und dann dahin. Wo bin ich hier? Gibt's da nicht was Einfaches? Ah, ne, warte. Oh ja, warte, warte, warte. Da war doch was. Genau. Oh, das ist das maßgefertigte Aktivskelett der Robotikerin, oder? Mhm. Auf Bergpfaden ist es sicherlich hilfreich. Und bestimmt auch auf jeder holprigen Straße. Okay. Gold. Fertig. Jetzt haben wir das. Okay. Komm bald mal wieder. So, wir müssen da hoch. Wir haben ja das gute Skelett, das sollte also auch hier sein. Vielleicht kommen wir sogar an unserem Auto vorbei. Wir haben ein saugeiles Skelett. Jawohl, Schnee, Schnee, Schnee. Wir haben nichts dabei, was kaputt gehen könnte. Nicht mal das BB, weil wir es nicht dabei haben, weil das nervt ja manchmal auch ein bisschen. Wo bist du? Ja. Ja, was soll denn passieren, außer ein Meeresturz? Nochmal schnell gucken. Immer geradeaus. Wo haben wir denn unser Autochen? Komm, das fahren wir noch ein bisschen zu Schrott.
jetzt. Oh, ab jetzt. Hä, hörst du auf? Jetzt? Alter, nee, komm, hör auf. Nein. Haut ab, haut ab, haut ab, haut ab, haut ab, haut ab. Oh, da geht's ja weiter. Naja, ist egal. Nicht leere Stürze, bitte. Komm da hoch. Was war das denn? Ich verstehe nichts mehr. Musste das so passieren? Ich weiß es nicht. Das gibt nur ein leeres Verteilen, dann alles andere ist egal. Oh ja, 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 ja. Komm, hau ab. Wieder runter. Ich glaube, ich mache es denkbar falsch. Das macht aber gerade nicht. Ey, 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 nicht fressen lassen. Alter! Geh weg. So, wie komme ich denn jetzt da runter? Wie komme ich denn da raus? Wie komme ich denn da weg? Alter, habe ich es geschafft? Nein, doch. Wow. War doch okay. War doch okay. Ja klar. Upsa. Jo, das ist jetzt ein bisschen durchgemogelt, aber ich bin nicht ohne Grund auf einen Schach. Wo ist das jetzt? Warte. Wo ist... Aha. Gucken, wo ich jetzt bin. Okay, komm. Das ist... Das sollte eigentlich... Das Skelett ist schon ganz schön gut. Das ist schon geländegängig. Achso, ja genau. Was wir jetzt machen, ist natürlich... Das ist immer durchgemogelt. Weil in der Nähe von Mountain Knot kannst du ja wieder... Ja. Ich hab doch nichts dabei. Ich habe nichts dabei. Ich kann hier durchbrechen, wie immer ich will. Das ist immer, jetzt haben wir hier schon. Dieses Skelett ist so geil. Okay. Da unten ist es doch schon. Guck mal, haben wir es doch geschafft. Hm, das ist ja... Spart uns jede Menge Rennerei. Ja. Hahaha.
Alter, das glaubt mir doch kein Mensch, oder? Was ist das? Das ist ein Turm. Und wir laden mal auf hier. Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. Erstmal aufladen. Abgeschlossen. Waffen entdeckt. Alle Waffen sind während des Aufenthalts blockiert. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Ja? Das ist nicht gerade das Speed-Skelett, aber wir fahren gleich nochmal so ein Ding zu schanden. Konzentrier dich. Nee, ich bin doch schon konzentriert, das ist alles gut. Anzug wird dekontaminiert. Abgeschlossen. Willkommen, Sam Porter Bridges. Bitte dranbleiben. Ja, weiß ich doch. Aha. Aha. Ja, hab ich doch. Oh, guck mal, was wir da haben. Mhm. Defensive sieht gut aus. Ich nehme es gleich auf den Rücken. Ist egal, wir fahren ja. So, okay. Bestätigen. Okay. Aufbrechen gleich. Das ist da, was wir da haben. Das heißt jetzt noch einmal. So. Und wir müssen wegen dem unstabilen System gerade hier in der Nähe nochmal speichern. Aber das ist es alles schon wieder nicht so schlimm. Ne? Eine Stunde haben wir gleich. So. Zielarzt, okay. Wahrscheinlich kommt jetzt wieder der Absturz, oder so ist es. Also ist der Arzt denn auch in der Richtung? Kann mir das bitte mal jemand erklären? Vielen, vielen Dank. Hallo? Moment, erstmal schauen. Okay, doch. Mhm. Was ist denn wahrscheinlich hier? Der ist voll. Ach, da ist die Brücke, guck mal. Langsam, weil... Jawohl, wie gedacht. So, Pause und dann geht's gleich weiter. Und wieder zurück. Die Abstürze, ist es beim bis dahin fahren nochmal abgestürzt, aber ich hoffe, dass wir jetzt erstmal Ruhe haben. Wenn nicht... Dann wird das hier nochmal eine sehr kurze Folge. Und dann... Dankeschön. Was soll denn hier? Das war's schon. Warte mal, ganz kurz. Oh, okay. Wir steigen aus. Das hätte ich vielleicht doch besser zu Fuß gemacht. Zack. Wir speichern. Danke. Und dann gehen wir mal da rein. Das war jetzt nicht so schwer. Okay, ich gebe es zu.
Liefern. Ja, machen wir. Okay, okay. Fracht wird geliefert. Bin gespannt. Eine Lieferung? Oh, gut. Oh, gut. Ausgezeichnet. Alles scheint in bestem Zustand zu sein. Ja, wir überspringen mal ein bisschen was. Awesome, jawohl. Ich möchte dich gerne etwas fragen. Ja. Hilfst du mir, den UCR beizutreten? Sofort. Wenn ich dadurch mehr Menschen die ärztliche Aufmerksamkeit schenken kann, die sie benötigen, ist es die Mühe wert. Ja. Das war alles zu einfach, oder? Bis auf die Abstürze. Und wegen diesen Abstürzen... werde ich jetzt auch hier nur diese Stunde machen. Das war ja immerhin ein bisschen was, ne? Klar, das gucken wir uns immer an, das ist nämlich toll. So, das war nicht viel, aber egal. Ja, und noch was Neues? Ja, noch was? Ich danke dir. Gerne. Ich bin zwar nicht mehr der Jüngste, aber das tut der Sache keinen Abbruch. Ach, übrigens habe ich etwas gefunden, das dir nützen könnte. Sehr schön. Immer her damit. Es gehört dir, wenn du magst. Gib her. Was ist das? Wobei, wir gucken mal. Deine Lieferungen haben Leben gerettet. Mhm. Und wie du weißt, bedeutet jedes gerettete Leben ein GD weniger. Das kommt noch dazu, was genau. Langfristig noch mehr Leben rettet. Bitte gib nicht auf, wie schwierig es auch werden mag. Ich bitte dich inständig. Ja. Wenn das Programm nicht so oft abstürzen würde. Danke, Sam. BB-28 scheint auf dem Weg der Besserung sehr schön zu sein. Seine Bindung zur anderen Seite wird stärker, wie von uns erhofft. Die Krämpfe und Spasmen haben auch nachgelassen. Auch ich weiß, ohne ein BB ist es hart da draußen. Aber du musst den guten Kampf fortführen. Genauso wie das Kleine. Ja. Genauso wie BB-28. Ich mache jetzt weiter bis zum nächsten Absturz. Sam, wir haben einen Auftrag von einem neuen Kunden. Sieh ihn dir auf dem Terminal in Mountain North City an. Und zwar schnell. Okay. Anscheinend braucht jemand Medikamente. Oh, schnell ist nicht gut. Gute Arbeit. Ja. Neuer Auftrag verfügbar. Weitere Informationen erhältst du an einem Lieferterminal. Ja, nicht an einem, sondern an genau dem richtigen. So, wir sorgen dafür, dass auch das nicht nochmal gemacht werden muss. Oft speichern. Und dann schauen wir mal. Wie gesagt, ich würde sonst nicht so oft speichern, wenn ich nicht das Problem mit den Abstürzen hätte. So, jetzt lass mal schauen, wie wir das am besten machen. Wir drehen hier irgendwie. Ohne in diesen Schlammdings da reinzufallen. Okay. Ja, wenn ich jetzt vor Mountain North City nochmal abstürze, dann, also nicht ich, sondern das Programm. Wenn ich abstürze, ist das mein Problem. So was wäre die Fall.